Es ist sehr angespannt, denke ich. Das ist gerade hinten die Burg und an der Straße hinten an der Erft entlang. Da ist ja alles abgesagt und sind die Häuser zusammengefallen. Ja, ich bin nah am Wasser gebaut, muss ich sagen, weil viele Freunde und viele Nachbarn von mir auch alle evakuiert worden sind. Und es ist schon eine harte Nuss. Ganz ehrlich, wir sind froh, dass wir jetzt hier nochmal rein können, ins Haus kurz zumindest, und unsere Sachen, vor allen Dingen unsere Tiere holen konnten. Und ja, wir hauen jetzt wieder ab und hoffen das Beste, dass hier nicht alles zusammenbricht hinten weiter. Der Ort ist, glaube ich, komplett evakuiert worden. Die haben gestern noch mit Hubschraubern die Leute hier gerettet vom Dach etc. Wir sind um 2:30 nachts immer geweckt worden. Die haben uns noch die Tür leider kaputt gehauen. Da kann aber die Rettungskräfte nichts dafür. Die wollten uns wecken, ja, um uns zu wecken, um uns mitzunehmen. Und haben Gott sei Dank ein paar Freunde oder auch eine nette Schwester, wo wir jetzt unterkommen bei meiner Schwägerin im Endeffekt erstmal. Überall in den Häusern Flammen, von die Brücke hin abgestürzt, Wasser rüber, weiter runter sind sogar Häuser weggeschwommen. Also es ist Notstand wie im Zweiten Weltkrieg. Da sind Brücken weg. Wenn Sie dann ein Stückchen weiter runter gehen, können Sie sehen, wie die Häuser richtig zerrissen wurden von Wasserdruck. Wir haben aber keinerlei Wassermöglichkeiten. Wasser läuft nicht, nichts. Wir sind in dem Moment, würde ich sagen, von allem abgeschnitten. Und was jetzt hier zu sehen ist, das ist schlimmer als nach einem Bombenangriff. Und das wird garantiert 10 Jahre, die Menschen sind alle Leute, die Geschäfte haben, also es ist nur noch grauenvoll. Noch Corona jetzt so ein Schock? Ja, noch den Schock dazu. Der Corona ist jetzt völlig unwichtig, würde ich mal sagen. Denn jeder kämpft um seine Existenz. Da sehen Sie ja, gucken wir mal, die müssen jetzt erstmal die Fahrzeuge hier, um die überhaupt Arbeiter zu finden, der das überhaupt in Ordnung bringen kann. Das wird ja ewig dauern.